Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben gedacht, wir machen heute mal ein Tagesvlog. Wir nehmen uns heute mit. Heute geht's endlich wieder Tagesvlog. Zum Spot. Ein bisschen ballern und Annika kommt nachher noch vorbei und ein paar aus der Gruppe kommen noch vorbei. Genau, wir wollen noch ein paar Aufnahmen machen. Genau. Schmoppet fahren. Nehmen wir heute einfach mal mit, was wir so machen. Mal gucken. Ist nicht allzu durchgeplant, aber. Dann wird's auch gerade interessant, oder nicht? So, du weißt, haben wir Stühle. Genau. Aus der Werkstatt und dann. Geht das auch super los? Geiles Wetter, ne? Ja, Wetter. Und es ist richtig warm. Bombe. Also gefühlt irgendwie 15 Grad oder so. Mega warm, auch ich hier mit Winterjacke. So, ja, es ist super warm, Leute, wirklich. Ich laufe gerade mit Weste rum. Also ich find's warm. Ja, gut. Meine Left Hand Brake müssen wir unbedingt nochmal reparieren, Schatz. Oh ja, das machen wir jetzt aber nicht. Warum nicht? Marian fällt das immer 5 Minuten vor eins. Alles wieder im Spot. Wir wollen jetzt mal so, ey, lass doch nochmal irgendwas entlüften, nochmal anbauen, nochmal Reifen wechseln. Mann. Egal, du hast ja neuen Reifen drauf. Du bist ja, ne? Ich bin glücklich, das ist die Hauptsache. Gut. Wenn ich glücklich bin, dann ist alles gut. Der Rest ist egal. So, Marian will jetzt mehr super tanken, hier im Moped. Nein, zu teuer. Scheiße. Yay! Das tut weh. Das tut richtig weh. 7 Liter, 17 Euro. Geil. Ui. Oi, toll. Ritzen meine auch gleich mit aus, bitte? Ja. Ja? Oh, das ist aber lieb. Mensch, leg du heute mal nett zu mir. Hä? Ja, sonst heißt es immer, ja, lad deine Karre doch selber aus. Digga, stimmt das doch. Das stimmt, Leute. Glaubt denen kein Wort. Ich mache immer alles. Erstmal so, nein. Also Gentleman ist Victor nicht so. Hallo? Alle sagen das, Schatz, alle. Stimmt doch gar nicht. Stimmt doch gar nicht. Mimimi. Vorsicht, Blendungsgefahr. Hallo. Hallo? Alter, glänzt das. Junge, Junge, Junge. Der Sonne. Alter, so shiny. Und da, Leute, der Krümmer, ne? Oh, das passt einfach perfekt. Der Krümmer, das ist der Wahnsinn. Nee, diesen müsst ihr sehen, du. Nee, Müll. Doch. Nicht schon wieder, die Assis. Was geht ab? Was geht ab? Ja? Hallo. Hallo. Ja, spotten hätte ich auch Bock, aber jetzt auf Stollenreifen ist schlecht. Hey, warum? Ja, weil ich das letztes Mal 4 Tage gemacht habe und nach 4 Tagen war die Stolle runter und dann musst du wieder einen neuen Reifen für 70 Euro kaufen plus umziehen, da habe ich keinen Bock drauf. Hey, Paul macht das auch jedes Mal. Ja, Paul hat auch Geld. Der ist Azubi. Das ist also meine Maschine für heute. Das ist deine Maschine? Nee, du möchtest ja lieber an Duro fahren gehen. Also wenn ich mit deiner ein bisschen rumdüdeln darf, dann bleibe ich vielleicht auch hier. Das? Okay. Du darfst auch mit Victor seiner rumtüdeln. Okay, let's go. Okay, so, dann geht's. Also die Brille passt schon ziemlich gut zu meinem Bike, finde ich. Ja, nur dafür habe ich sie gekauft, Maria. Ach so. Jetzt machen wir was Krasses, los! Okay. Gut, dein Held. Kauf eine KTM, haben sie gesagt. Das ist Husqvarna, Junge. Was? Wo ist das Husqvarna? Das ist eine scheiß KTM. Ah, super. Geil. Aber du, ne? Aber du letztes Mal mit deiner Wehr. Ja, cool. Das ist Mensch, die ist doch kalt. Ja, läuft. Ist kalt, Jona. Sei nicht so kalt. Musst du mit der Liebe gehen. Fest. Auch KTM Kupplungskorb. Rappfang. Wieso machst du da eigentlich nie was mit Victor's Bike? Ja, aber guck dir das Ding mal an. Das sieht aus, als wenn du Fortnite dein Lieblingsspiel ist, dann fährst du die Karre. Und das ist halt nicht mein Lieblingsspiel. Deswegen fahre ich lieber die. Ja, okay, die sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Jetzt mit dem neuen Dekor geht das schon klar. Geht schon klar, ne? Ja, auf jeden Fall. Ganz okay. Ich habe nicht über mein Bike lassen. Wow. Nein, okay. Die ist wunderschön, Herr Lieder. Sie haben die tollste Maschine überhaupt. Okay. So, jetzt hier Motorklamotten an und los, komm. Okay, let's go. Und zeig doch mal deinen Ranzhaufen, den du mitgebracht hast. WR250F.
1500 Kilometer erst runter, Betriebskosten zeigt die nicht an, also schätzungsweise 50. Und arschgeil! Selbst für ihn. Ich will mich jetzt umziehen. Bin aber nicht so spannend. Ich bin auch nicht spannend! Das Einzige, was bei mir spannend ist, ist mein Riesenbizeps. Spannend. Ja. Du bist dabei. Ja, so muss man das auch mal machen, ne? Ja, weil so genau so habe ich mir auch vorgestellt. Ja. Weil das Gute ist, wenn du nicht bis ganz ran gehst, du kannst halt immer noch reingehen und das Bike ein bisschen festmachen. Weil wenn du die halt bis hier unten hast, oder dann musst du immer von hier alles machen. Und genau, bist du hier und dann musst du irgendwo hin, weil ich bin klein, ja. Das geht aber. Ja. Ja, genau, dann da hinten 180 Ampere schon G-Batterie, Spannungswandler. Ja, sie ist halt echt mega unaufgeräumt aus. Es war halt super spontan gerade. Ich habe mich alles so genommen, reingeschmissen und gib ihm. Geil. Genau, also ist schon viel Platz, ne? Ja. Ist schon viel Platz. Also man kriegt tatsächlich drei Bikes nebeneinander hier rein. Bei dem dritten, was in der Mitte steht, muss man halt den Vorderreifen ausbauen. Okay. Aber sonst mega nice. Ja. Dann passen halt drei Dinger rein. Ich wollte ja keine Festverbaute haben, weil ich auch auf Festivals gehe. Ja. Nicht, dass auf Festivals in den ja, alle sind oben drauf dann. Ja, weil da meine auch meine Dachluke ist, will ich das halt nicht, dass er halt mal alle raufklettern können. Ne? Wenn man nicht pennen will, will ich die alle drauf haben. Okay. Dachluke. Ja, hier kannst du so mit 5, 6 Leuten ungefähr drauf sitzen. Sind auch schon mal zwei Leute runtergefallen. Aber gut. Ja gut! Ich habe halt gesagt, nicht besoffen hier hoch. Wenn die halt besoffen hier hochgehen, bin ich halt raus. Ja. Das braucht man unbedingt auch. Oben, ne? Ja, ne? Okay. Ja. Ach, und hast du es gefilmt mit der Farbe, mit dem Raptor-Lack? Mit dem Raptor-Lack, ja. Ja. Raptor-Lack, ja. Komplettes Auto. Schön Raptor-Lack drauf hier. Genau die Stelle. Hast du das denn gerollt oder? Nee, es ist so eine Unterboden-Lackierung, ja, so eine ganz grobe. Cool, ja. Oh Gott! WTF! Der Hund feiert es einfach Motorrad zu fahren, ey. Das gibt's doch nicht. Wie geil ist das denn? Dein Reifen ist runter? Ja, guck mal da. Oh. Aber ich habe ja noch ganz viel Reifen, also da geht noch ordentlich was. Ja. Essen holen? Ja, Essen holen. Ich hab richtig Hunger. Ciao. Attacke. Subway? Subway. Zum Glück ist es nicht so weit weg. Rennst du auf? Nein. Sicher? Ja. Hey, ja. Digga, das hat einfach gehalten, der Reifen. Einen Tag. Oh nein. Ein guter Gebrauchreifen. Das ist warm. Ich glaub, das gehört euch. Der hat einen Tag gehalten. Was? Wieso hat der so einen Verschleiß? Das erste Mal, dass du richtig Traktion am Hinterrad hattest. Ja gut. Oh nö. Ja gut. Ja. Ich dachte, du würdest halt noch ganz viel fahren. So Leute, für Victor. Ich muss kurz hier rumkommen, damit ich das richtig filmen kann. Ja. Ja. Wie soll ich das sagen? Erster Tag fahren mit dem Reifen und dem Arsch. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ja, gut. Aber wir haben ja zum Glück noch einen neuen Reifen dabei. Ja, aber keinen neuen Schlauch. Ja, gut. Das kriegen wir ja noch irgendwie hin. Vielleicht kann man ja noch flicken. Ja, lass das probieren. Ja. Warte, ein, zwei Flicken drauf, warte, dann geht das. Der Schlauch sieht doch gar nicht so schlimm aus hier. So, wir sind gerade auf dem Weg jetzt Reifen wechseln. Kurz mal ins Elternfahren, fahren, Rabaconda nehmen, nochmal einen Schlauch suchen und dann mit Glück können wir noch weiterfahren. Mal schauen. So, neuen Reifen haben wir gefunden. Schlauch haben wir auch irgendwas gefunden, was wir reinballern.
So, Rekordzeit hier gerade aufziehen, dann geht's wieder weiter zum Spot. Kann nur dumm werden, lass erstmal geradeaus fahren da. Wir meinen, das ist eine gute Idee jetzt so. Das ist eine gute Idee. Was soll schon passieren? Mach mal. Ja, das wird alles so maximal schief gehen, ne? Kann nur dumm werden, ne? Willst du auch mal machen? Was? Willst du auch? Nee, ich glaube nicht. No. Nee, dann da, ich mache mich dann auf die Schnute, du. Raus. Ja, komm. So, ihr Lieben, Victor und ich düsen jetzt noch mit Annika zu einer abgelegenen Straße. Da wollen wir noch mal ein bisschen filmen, ein paar Reels drehen und so. Und dann, schon bei Sonnenuntergang. Genau, schon bei Sonnenuntergang. Gut, jetzt ist halt noch nicht unter, aber gleich geht's hier unter und dann kann man nochmal richtig geile Aufnahmen machen, weil die Sonne so richtig hinter der Straße untergeht und es sieht dann richtig geil aus. So, sind jetzt fertig mit unseren Videos und sowas. Genau, Sonne geht schon, oder ist schon untergegangen. Mariam, hallo. Sich um. Hallo. Bikes sind schon eingeladen, Annika lädt auch gerade ein. Und dann war es das schon fast. Dann haben wir gleich noch zu Kenny rüber. Machen da noch einen Spanten. Endlich noch mal was essen. Und dann, ja. Sagen, wollen wir das Video hier beenden? Ja. Ja? Oder? Ja, ich würde sagen, bei Kenny machen wir nachher ganz entspannten. Ich würde sagen, ja, könnt ihr mal sagen, ob ihr mehr sowas haben wollt, wenn wir vielleicht den ganzen Tag mal euch mitnehmen. Genau. Vielleicht wollen wir dann noch mehr machen, als nur auf dem Spot zu sein. So, heute haben wir auch sehr spät angefangen, erst heute Mittag. Ja, hat noch viel davor zu tun. Genau. Aber ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von sowas haltet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.